Habe ich da Schnellfeuer drauf? Ja, ich. Nee, ist das Griff oder Schnellfeuer, was ich habe? Ich glaube, ich habe sie mit Griff gespielt. Aber ich könnte mich auch täuschen, weil es gibt keinen Griff für die Maschinenpistolen. Das heißt, ich habe sie mit Schnellfeuer gespielt. Hohe Feuerrate hat dadurch, dass ich ja mir ein Dings eingepflanzt habe in die Waffe, einen Schnellfeuermodus. Und ich weiß auch nicht, warum ich das Teil da platziere. Es gibt tausendmal bessere Positionen, aber okay. Mit dabei ist die Smoah. Double Kill. Und damit habe ich mir direkt alle meine Killstreaks gesichert und haue direkt einen raus. Und tatsächlich auch meinen zweiten direkt hinterher. Und ob dieser hier, dieser Luftschlag, jemals einen Kill macht, sehen wir einen Hitmarker. Keinen. Seht ihr? Ein Kill. Und mein Heli ist direkt down. Wisst ihr, ich hasse solche Runden. Beziehungsweise ist die Rakete echt scheiße eingeschlagen. Hätte wirklich die Rakete ihn richtig getroffen, so wie ich es wollte, dann wäre er auch, also wenn die Rakete so geflogen ist, wie ich es wollte, dann easy going. Und ja, hier nochmal nachladen. Ein Kill mit dem Bomber. Ey, Double Kill mit dem Bomber. Wenigstens habe ich einen Dreierkill mit dem Bomber gemacht. Und mein Heli gleich hinterher. Oder? Heli hinterher. Bomber. Nicht schlecht, oder? Hier haben wir ein IMS. Hier ist ein Camper. Und ja, der Kerl hat es immer und immer wieder getraut, sich dahin zu begeben. So, nächsten Luftschlag. Raus. Ob der mehr trifft, werden wir jetzt sehen. Double Kill. Ein Kill. Und das war's. Auf jeden Fall in dieser Map hat mein Luftschlag tatsächlich ordentlich was gemacht. Hier habe ich das Nachladen schon wieder zu früh gecancelt. Jetzt habe ich es gut durchgezogen. Gut, den haben wir. Das IMS war ein bisschen unnötig da gesetzt. Jetzt setze ich einfach da noch eins hin und. Hey, nicer Double Kill und noch ein Luftschlag. Gleich hier vorne bei mir an die Tür reingehauen, um mich zu retten. Weil ich dachte, da kommen noch welche, aber da ist niemand. Also. Habe ich mich jetzt wieder rangesetzt. Schweren Herzens habe ich dann angefangen aufzunehmen. Und das war das Dümmste, was ich hier gemacht habe. Aber gut. Aber gut, das kann natürlich mal passieren, dass ich so dumm wie ich bin in eine geklickte Claymore einfach vorlaufe. Sollte ich vielleicht nicht machen, aber. Na, doch, möchte ich machen. Und da hat er auch gleich wieder angefangen zu sagen, dass ich ein Mega-Hacker bin. Und genau aus diesem Grund habe ich mich halt hierfür entschieden. Andersweitig hätte ich dieses Gameplay nicht genommen, glaube ich. Weil es mir selber nicht gefallen hat. Und ich fand das schon irgendwie recht cool, dass ich ihn halt nochmal wieder getroffen habe. Das passiert ja auch nicht immer. Dass man jemanden wieder trifft. Und ja. Alleine hier schon räume ich ganz gut auf mit den Sekundärwaffen. Und ja. Genauso gehört sich das doch auch. Bin eigentlich kein Fan davon, aber was anderes lief halt gerade nicht und ja, ich kann damit ja leben dann. Ich hätte auch einfach auf YouTube gehen können. Ich möchte es versuchen, täglich halt ein, zwei Videos zu bringen. Ich werde es auf jeden Fall auch versuchen, aber ich kann halt auch nichts versprechen, wie es klappt oder so, ob es klappt überhaupt. Aber ich hoffe, dass ihr dabei bleibt und euch das mal auch anguckt dann. Dann werde ich mich richtig hart reinhängen, täglich Videos zu produzieren, weil solange es nicht geht, ja hier, da sieht man jetzt, er kopiert meinen Steam-Link. Ich weiß auch nicht warum, aber ich hab dich auch lieb. Auf jeden Fall, selbst wenn ich es dann schaffe, regelmäßig hochzuladen, dann bin ich froh darüber. Wenn ihr dann euch das öfters anschaut und auch mehr dabei seid und so, bin ich noch froher. Und hier. Jetzt der eine Kerl hat ja meinen Steam-Link reportet und so, also beziehungsweise gepostet, so dass alle ihn sehen und dass sie mich bannen sollen. Dann fragt der eine, hackt er? Ja. Wirklich? Ja. Okay. Und dann, I can't ban him. Und
jetzt endet das Gameplay ganz. Aber auch, dass der Kerl nicht einfach abhaut. Wenn ich gegen Hacker spiele, wirklich, wenn ich gegen Hacker spiele, schreibe ich nicht. Er hackt, er hackt, er hackt, bannt ihn, bannt ihn, bannt ihn. Weil eben es nichts bringt. Ich gehe die Runde raus, ich verlasse die Runde. Und hier. Isa, Isa, Alter, Isa, Alter. Ja, genau. Ja, halt, Steam wird mich auch nicht bannen. Ich kann die englische Aussprache zwar nicht beherrschen, aber ich weiß, was er gemeint hat. Steam wird mich halt auch nicht bannen. Das stimmt, weil Steam bannt halt nicht. Steam bannt halt nicht per Report, sondern nur, wenn diese Person hackt und auch bestätigt werden kann durch halt den Steam-Schnüffler, nenne ich jetzt mal lieber vor. Ich weiß nicht, wie ich es nenne, auf jeden Fall das Teil, was Steam hat, mit dem es sowas halt überprüft auf dem PC. Das ist die einzige Möglichkeit, aber. Entschuldigung. Da ich ja nicht hacke, wird Steam mich halt auch nicht bannen, weil ich halt nicht sowas mache und deswegen kann ich reporten, wie man will. Aber es ist sehr nett, dass die Leute sowas machen. Ich war jetzt hier im zweiten Teil etwas durcheinander wegen dieser Host Migration. Hat mich ein bisschen genervt. Ich kann mit sowas nicht umgehen. Mich nervt sowas halt. Aber gut, wir gewinnen auf jeden Fall. Und wenn ich wirklich ein Hacker wäre, ich wäre wahrscheinlich schon längst gebannt bei Steam, weil ich weiß, dass der VAC an sich wirklich gut arbeitet. Genauso muss ich sagen, dass der Dude ist wieder dabei und direkt, ich spawne das erste Mal und töte ihn direkt. Nee, haut er ab, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, er hätte schon in der anderen Runde abhauen können, aber er blieb. Er konnte jetzt hier abhauen, aber er blieb. Sogar dieser Gui, der eben gerade die Killcam gemacht hat in Last Kill. Und jetzt. Aber ich finde es cool, dass wir einen Ramsek haben. Ich finde den Namen Ramsek eigentlich recht cool. Aber gut. Glück für die Person, die mich getötet hat. Mein Heli regelt auf jeden Fall. Genau das, aber auch wirklich, das nervt mich so extrem am jeden COD. Du bist an der Kante, wo du hochklettern kannst und springst und kletterst dann hoch. Aber ich will nicht hochklettern. Ich wollte springen, um besser auszuweichen. Aber nein, anstatt dass ich besser ausweiche, was macht er? Genau, er springt. Und ich wusste nicht, ob dies da drin schlau ist, aber ich wollte es versuchen. So, jetzt habe ich hier gewartet, bis er es hingestellt hat und ja, ich habe nicht mal gewartet, bis er hingestellt hat. Ich korrigiere mich. Ich habe gewartet, bis ich ihn einen Headshot drücken konnte. So, mein nächster Luftangriff. Mal sehen, ob er mir mein Heli holt oder ob ich ihn verplempert habe. Nein, er holte mir meinen nächsten Heli. Und ich finde jetzt hier auch erstmal keine Gegner mehr, weil ich dachte mir so, wo sind denn alle? Und dann, endlich die Erlösung. Endlich mal ein Gegner. Und, ja, nicht nur einer, sondern auch gleich ein paar mehr. Aber nur einen davon bekommen, aber, ja. Wir haben ein EMS. Und so ganz coolerweise stelle ich es einfach mal mitten hier in den Gang rein. Warum? Weil ich es kann. So, jetzt haben wir das Airdropchen und da flog eine Granate. Genau gesehen und, hi! Na gut, hauen wir erstmal den Heli raus, weil dieser Heli uns richtig geil den Rücken decken wird. Weiß wohin damit, weil, ja, ihr wisst ja, ich habe ein paar Probleme. Und das IMS hat erstmal einen schönen Kill gemacht, hier oben campen die zu zweit. Aber die Leute lernen nicht, dass sie nicht da hochgehen sollten, weil sonst kriegen die eine Rakete ab. Aber irgendwann lernen sie es nochmal, irgendwann Rage quitten sie deswegen noch oder beleidigen mich. Aber dennoch lernen sie es nicht, glaube ich. Und Nummer 1 holen. Weil ich dachte mir so, man könnte jetzt hier ein bisschen sich seinen Raum erkämpfen, seinen Platz erkämpfen. Aber leider, oben war niemand mehr, ist scheinbar abgehauen. Hier unten, die habe ich angeschossen und die sind abgedüst. Ich weiß nicht wohin. Also hole ich mir einfach mal den nächstbesten. Es hat ihn getötet, dafür den Luftschlag bekommen. Gleich sogar noch hinterher den Kampf-Feli. Also, so ganz mies ist es ja nicht dann. Hier nochmal kurz den Infanteristen weggeholt und Luftschlag rausgedonnert. IMS hat noch einen Kill gemacht. IMS hat noch einen Kill gemacht. Der Heli hat einen Kill gemacht. Der Luftschlag hat endlich mal einen Kill gemacht. Das tun sie ja auch nicht oft bei mir. Meine Small war alle, habe ich nochmal ganz kurz nachgeguckt. Und ja, hier unten stehen ist eigentlich recht dumm, weil ich weiß, meine eigene IMS kann mich wegsprengen. Ja, hier wieder mal die Akimbo-Babys und ja, den habe ich ganz ehrlich nicht gesehen, den Defender Game. Mitten in Map, also Innenbereiche, Außenbereiche, unten, oben einfach nur.
Und nicht auf Terminal oder einer dieser anderen Standard-Maps, die ich immer nehme. Und ja. Und wie man sieht, diese Waffe benutze ich viel mehr als meine geliebte Dragunov. Auch in MW2 hätte ich sie mir gewünscht. Vor allem in MW2 hätte ich sie mir gewünscht, anstatt die M21. Also die WR-2000 ist ja so ungefähr das gleiche wie die Dragunov. Hier so einen richtig schönen Headshot, als wäre ich ein Hacker. Und ja, hier mal wieder mit wie das Maschinengewehr mäßig durch die Wand gesprayt. Den EMP erreicht. Richtig schön hier alles gesichert. Hab den Gegner da oben zwar noch gesehen, aber erstmal kurz den Team-Support machen. Können wir uns hier um die Gegner kümmern, in aller Ruhe. Sein könnte, dass sie von unten kommen. Und jetzt sterbe ich, weil ich halt nicht gerafft habe, dass da noch sein Taktikanstieg lag. Und da kam wieder Mr. Spawner. Ich habe mir gedacht, hier war sein Taktikanstieg, doch nicht. Und hier habe ich Glück, dass ich ein besseres Aiming habe als er. Nach A gehen und... Oh, scheiße. Und schon wieder das Sniper-MG raushängen lassen. Warte und ich warte und der Teammate macht's kaputt. Super, ne? Man kann nicht einfach auf Spielsuche gehen und fertig. Man muss dafür extra in den Server-Browser gehen, den man in dem Spiel hat. Und das ist überall gleich in MW3. Und ich muss sagen, Thermalscope ohne Thermal, also wenn man vom EMP getroffen wird, ist eigentlich auch recht angenehm, weil man sieht einfach... Indem ich da jetzt erstmal den ersten hole. Den Horror 27 Ross. Und ich räche ihn einfach mal so. Ich sehe hier die Flash hochfliegen. Und sehe schon unser Ballerinachen, wie es da elegant beim Tod. Und das hat sie aber bezahlt gemacht. Wir konnten ihn gleich holen. Und ich werfe alle meine Stunts plus meine Handgranate nur, um einen Granatenkill zu machen. Von so meide ich das schon. Und wir haben tatsächlich sogar noch den Osprey bekommen. Habe ich sie einfach da hingeworfen. Ist halt so das Beste, was ich machen kann. Der Osprey muss da jetzt eh erstmal hinfliegen. Aber ich wollte halt, dass die Vorräte zu 100% bei meinen Mates sind, aber meine Mates haben es so gut hinbekommen, dass niemand sie, dass sie sie nicht so leicht bekommen. Mein Osprey wurde zwar zerstört. Hier habe ich gerade noch so Glück gehabt, also mit dieser Waffe so spraymäßig. Aber ich habe ihn bekommen, noch immer. Immerhin. Und ich weiß ganz genau, dass ich tatsächlich so veraimt dort habe an der Stelle. Weil auf dieser Map hat mir der Rüher beim ersten Mal ja auch nichts gebracht. Also nicht so viele Punkte auf jeden Fall. Was? Das war doch ein Treffer, oder nicht? Ja. Ich wollte gerade sagen, das war zu 100% ein Treffer. Das zwar auch, aber... Play hergibt, ich weiß, dass ich viele Tode hatte. Viele unnötige Tode, wenn ich mich recht entsinne. Vielleicht können wir... mich eines Besseren belehren, indem wir uns das Gameplay ansehen und ich wirklich sehe, dass es nicht so ist. Stört. Weil... es einfach noch mehr als eine Person in dieser Runde waren. Ich habe jemanden auf jeden Fall hochkommen gesehen, aber mein Mate hat es geklärt. Ich habe auch schon Kommentare gesehen, wie die mit den Treffen mit Tui. Und dann dachte ich mir so, ein Versuch ist es noch wert. Und es hat sich ausgezahlt, Triple Kill. Ich wusste, dass da noch jemand kommt und habe mir den auch noch geholt. Ein geiler Verbündeter. Besonders mit Red Dot mag ich sie, aber sie ist schwer zu kontrollieren, dadurch, dass sie so einen harten Rückschuss hat. Sie ist zwar sehr overpowered in Akimbo-Modus und im Nahbereich, aber ich muss sagen, das war's auch schon. Diese, welche ich im Normalfall mit Schalldämpfer benutze, die ist um einiges effektiver als jetzt zum Beispiel die FMG9. Auf jeder Entfernung ist sie effektiver. Aber man muss sagen dazu, dass der FMG9 einfach in der Kimbo einfach viel, viel mehr DPS raushaut. Und hier habe ich mir auch nochmal zwei damit geholt, bevor ich gestorben bin. Und dachte ich mir so, ein fairer Deal. So, ich habe mir dann überlegt, am Ende haue ich nochmal den Reaper raus. Ich habe ihn ja nicht umsonst. Und Hitmarker. Ach du Scheiße. Aber nicht versagen. Kill.
Hier wurde mir der Kill gestealt. Das Lustige ist, den Großteil der Leute sehe ich nicht. Ich sehe nur den einen im Haus und den da. Also heißt es, glückliches Raten, wo die Gegner sind. Aber es hat gereicht. Es hat gereicht, Leute. Produktion, also es ist zwar Quantität anstatt Qualität teilweise, aber das wird sich auch ändern, da ich ja meinen Kanal ja eben ein bisschen umdesignen wollte. Aufgenommen, also Gameplay nenne ich jetzt mal in Anführungszeichen, das erste Video produziert. Auch für ein paar Sachen noch rechtfertigen in diesen Videos und ich müsste dann langsam mal mich da ransetzen, also aufnehmen im Sinne von, ich muss meine Stimme erstmal aufnehmen und das Video werde ich da dann anpassen zu. Haben, die ich auch hart gesuchtet habe. Dazu gehörten 3 und 4 nicht. Paar wenig Projekte am Laufen. Und ich denke mal, ich bin auf 150, 160, 70 Folgen hier in MW3 gekommen.